Es war eine Spätwirkung der entörten, in Gang gesetzten Maschinerie. So wurde Fieger, der Überzeugungstäter, zum direkten Bindeglied zwischen der Technikgläubigkeit der frühen Moderne und den Monstrositäten des real existierenden Sozialismus, in die sie mündete. Wer wissen will, wie das Büro Gropius funktionierte, muss das Verhältnis zwischen Fieger und Gropius verstehen. Adolf Meyer, der es über 10 Jahre leitete, hatte zumindest Gleichberechtigung eingefordert und formal auch erhalten. Als Meyer ging, nutzte Gropius diesen Moment, um eine solche für ihn inakzeptable Konstellation künftig zu vermeiden. Eine Partnerschaft wurde ausgeschlossen. Es war nun tatsächlich das Architekturbüro Gropius. Fieger, der natürliche Nachfolger von Meyer, der eine ähnlich verantwortliche Rolle erfüllte und ebenfalls hochbegabt war, gehörte zum Personal. Zwischen Fieger und Gropius bestanden charakterlich ähnlich starke Kontraste wie zwischen Meyer und Gropius. Der eine bescheiden, der andere herrisch, der eine still, der andere in ständiger Unruhe. Fieger hat Streit möglichst vermieden. Gropius ging keiner Auseinandersetzung aus dem Weg, wie auch sein Vorgehen gegen Leopold Fischer zeigte. Dazu kam das krasse soziale Gefälle. Fieger heiratete Gropius' Sekretärin und hat sich damit endgültig in die Sphäre der Bediensteten begeben. Der Kleinbürger Fieger und der Großbürger Gropius haben wohl gerade als komplementäre Persönlichkeiten perfekt zueinander gepasst.